gute Luft ist wichtig für unser Wohlbefinden. Eine hohe Raumluftqualität ist daher auch maßgebend für den Komfort in einem Gebäude. Bei Passivhäusern sorgt eine Lüftungsanlage für stetig frische Luft. Dabei wird die Luft von außen in das Gebäudeinnere geleitet und dort gleichmäßig verteilt. Man spricht auch von der sogenannten Zuluft. Verbrauchte Luft wird wieder nach draußen befördert. Das ist die Fortluft. Die Fenster zu öffnen ist natürlich auch in einem Passivhaus weiterhin möglich. Das weltweit erste Passivhaus, in dem auch erstmals so eine Lüftungsanlage eingebaut wurde, ist mittlerweile 25 Jahre alt. Wir haben daher mehrere Tests in der Innenraumluft und auch in der zugeführten Luft der Lüftungsanlage durchgeführt, um festzustellen, ob die Luftqualität tatsächlich so hervorragend ist, wie wir uns das wünschen. Gemessen wurden zum Beispiel der CO2-Gehalt in der Luft, flüchtige organische Substanzen, die Keimdichte und ob eventuell Schimmelpilze vorkommen. Teil der Untersuchung war eine Luftprobenentnahme aus den Zuluftrohren, also den Rohren, aus denen die frische Luft in die Räume gelangt. Das Tellerventil, das schreiben wir dann auf, um dann die Luftprobenentnahme machen zu können. Nach dem Aufschrauben des Ventils haben die Fachleute einen sogenannten Filtrationssampler darauf gesetzt. Dieser erinnert ein wenig an einen Staubsauger. Er saugt rund 200 Liter Luft an und bringt diese auf einen Filter. Dieser Filter wurde dann von einem Labor für Mikrobiologie ausgewertet. Dann folgte eine sogenannte Abklatschprobe, um die Innenseite des Zuluftrohres zu überprüfen. Ja, das wäre jetzt eines dieser Probenahmestäbchen für die Abklatschprobe. Die hat also zwei Prüfflächen auf der Vorder- und Rückseite und die werden dann also auf die Innenoberfläche des Rohres eingedrückt. Alle Proben wurden ins Labor geschickt und ausführlich untersucht. Bei keiner Probe gab es Hinweise auf erhöhte Keimdichte oder gar Schimmelbelastung. Die Frischluftleitungen, die das Gebäude mit frischer Luft versorgen, sind absolut hygienisch einwandfrei. Hatten Sie schon mal die Gelegenheit, in ein Lüftungsrohr zu schauen? Das Passivhaus-Institut hat die Zuluftrohre mit einer Kamera befahren. Es ist kaum zu fassen, dass diese Leitungen 25 Jahre lang nie gereinigt wurden und trotzdem immer noch blitzblank sind. Das ist eine Folge des hochwertigen Filters, den wir in diesem Gebäude verwenden. Das ist ein sogenannter F8-Feinfilter der Stufe 8, der alle Formen von Staub größer als ein Mikrometer zu 99,9 und noch mehr Prozent herausfiltert, sodass die Leitung tatsächlich, solange die Lüftung läuft, blitzblank bleibt. Außerdem wollte das Passivhaus-Institut natürlich wissen, wie gut die Luft außerhalb der Lüftungsrohre, also direkt in den Räumen ist. Hierfür kam ein Luftkeimsammler zum Einsatz. Hier haben wir jetzt also das Probenahmegerät für die Raumluft, das man in den einzelnen Räumen aufstellt. Hier oben wird die Luft angesaugt und hier unten dann gesammelt. Der Luftkeimsammler bringt die Raumluft auf eine Nährlösung, die dann ebenfalls im Labor untersucht wurde. Alle diese Werte liegen in einem absolut unbedenklichen Bereich. Sie sind deutlich niedriger als das, was wir normalerweise in Wohnräumen erwarten. Die Probeentnahme erfolgte sowohl im Haus als auch draußen. Es erweist sich, dass diese Werte deutlich niedriger sind als in der Außenluft. Daher schätzen auch Allergiker die Luft in einem Passivhaus besonders. Eine hohe Luftqualität ist also selbst nach 25 Jahren Nutzung im Passivhaus garantiert.